Natürlich. Ja, richtig geil. Wer weiß, wozu man das mal gebrauchen kann. Ja, eben. Sehr gut. So. The following announcement. So, liebe Fans, jetzt gucken wir uns mal hier mit euch zusammen natürlich. Tatanka und die Smoking Guns gegen den Brooklyn Brawler Barry Horowitz und Reno Riggins vom SummerSlam Spectacular 1993 an, weil das natürlich das Dream Team war. Und ich meine damit natürlich den Brooklyn Brawler Horowitz und Riggins, ja, die hier hoffentlich gewinnen gegen die Smoking Guns und Tatanka, weil sie es verdient hätten. So, okay, also ich habe hier noch schwarzes Bild. Ja, ich auch. Wir drücken gleich auf Play, ne, damit die Fans... Habe ich schon Hallo gesagt? Nee, das ist jetzt alles so komplett on the fly. Ja. Ich habe da gleich einen Werbebreak bei 10 Sekunden oder so. Müssen wir gleich mal gucken, ob da was ist. Gut, ich mache mal den Countdown hier. 9 Minuten 8 geht das Spektakel hier. Ja, wie gut. Bei 0 und ich zähle mal runter. 3, 2, 1, los. So. Ja, die Qualität lässt natürlich zu wünschen übrig. Ja, gut. Ich hör Jim Ross. Und Gorilla. Gorilla Monsoon und Jim Ross. Das ist aber auch mal eine Kombi. Das ist ja krass. Das gab es auch nicht so oft, oder? Ich finde diese besoffenen Groupies von den Smoking Guns immer so witzig. Ja. Hier auf 24/7 noch. Ja, 24/7 online, genau. Ja. Der Perry Horowitz hat sein geiles Hand-Cape an. Sein Backpad-Cape. Ja. Hat Reno Riggins die Würfelhose an, oder? Hoffe ich doch. Ich kann es gerade nicht erkennen. Es ist sehr verpixelt, aber... Und da kommt der Tanga, liebe Fans. Ja. Ich habe einen gesehen, der hat tatsächlich als Custom dieses Raw Entrance Stage von 93, die wir da haben, das Ding, was so leuchten kann, hat der gebaut für die WWF Hasbro-Figuren, dass die da auch genau durchpassen. Ziemlich stark. Alter, Horowitz und Riggins haben die gleiche Hose an, Mann. Ja. Die waren ein Team. Ja. Ja, wie awesome ist das denn? Ja, natürlich. Wie hießen die denn? Weiß ich nicht. Hands on Dice? Mit Sicherheit. Ja. H-O-D. H-O-D. Rot. Ja. Der Brooklyn Brawler, ist das awesome. Gott, ist das gut. So. Die geilen Fokuhila-Frisuren von Billy Bart und Tatanka. Ja. Ja. Mullet of the Week. Ja. Aber Tatanka hat auch eine grüne Hose an. Irgendwas stimmt da nicht. Oder ist es das Bild, das so schlecht ist? Nee, Tatanka hat eine blaue Hose an. Ja. Ich glaube, es sind deine Augen, die so schlecht sind. Ja, er hätte ja immer so eine Mischung aus Blau und Grün und... Okay, hier ist mal ein schönes Shade. Oh, der Augenstecker von Horowitz. Ausheber klappt nicht. Ah, ja, sehr gut. Da habe ich auf die Schulter geklopft. Das fand ich gut. Clothesline daneben. Nochmal Clothesline daneben. Ah. Oh. Da geht der rote Ritter zu Boden. Ach ja. Stimmt, der war der Red Knight, ne? War das ein Japanese Arm Drag eben? Ja. Hat er nur einmal gezeigt in 20 Jahren? Das gibt's ja nicht. Nein, den haben die Smoking ganz öfter mal gezeigt. Ah. Da sind die Würfel. Die Würfelhose von Reno. Backdrop und Hip-Loss. Ah. Da kommt der Brooklyn Brawler. Oh, Drop-Toe steht da mir. Gleich hin hier. Drop-Toe holt. Der Einsteiger. Ja. Wie Peter William gesagt hätte. Whippin. Und Happy Monkey Flip. Ja, was war das denn? Ja, sollte Monkey Flip werden vom Brooklyn Brawler. Hat er sich kurz verschätzt. Einfach mal ein Leapfrog und er legt sie hin. Kann auch mal ein Tag-Team-Wrestler passieren hier. So ein Top-Wrestler wie ein Brawler. Oh, da schlägt er aus Versehen Bud Gunn auf den Arm. Ja. Und das ist der Turn von Tatanka zur Million-Dollar-Corporation hier. Hat keiner gemerkt. Oh, der Vorarm. Oh, siehst du, ich sag's ja. Der Top-Dog hier.
der Brawler mit den Vorarms. Ja, da haben sie auch gesagt, das müssen wir nächstes Jahr nochmal machen. Oh, Power Slam. Ja, Randy der war mal gut. Randy Orton hätte ihn nicht schöner gezeigt. Ich glaube, Tatankas Hose ist türkis. Das kann sein. Das klingt jetzt schon wieder wie so ein Carsten Schäfer-Günter-Zapf-Kommentar. Ne? Ich habe ein Sable-Poster im Bart hängen. Ja. Wen interessiert? Ja, zack, in die Bart Ecke. Hängen, ja. Oh, geil. Billy, da hat er richtig eine gekriegt hier. Das hat hier Reno richtig gut gemacht mit dem Elbow. Jetzt komm, zack. Und Northern Lights zu Blackstone. Oh, schön. Barry Horowitz und 1, 2, 3. Ja, das war eine Slow Count. Ja. Ja, da ist ja klar, dass sie verlieren, wenn der Referee auf der Seite von Tatanka und Smoking Guns ist hier. Wer ist das? Earl Hebner? Ja, und Neckbreaker! Liebe Fans. Oder da konnte man. Oh, ja, wieder ein Slow Count. Ja. Da konnte man das Kneepad vom Brawler sehen unter der Hose. War doch nicht so hart, der Junge. Und, oh, Side Slam hier. Hat doch auf der Straße getragen. Geil, die kriegen ja ganz schön was, die Jungs. Ja. Nicht gut. Oh, Inside Cradle! Ah. Ah, der Augenkratzer von Riggins und Jawbreaker. Ja, der Move ist auch ausgestorben. Ja, genau. Schön gemacht von Horowitz, der jetzt hier sein. Oh, Knee Drop hier. Eins, zwei, hat das Kneepad runtergezogen, ja, das wäre ja, fast gewesen. Ja, er ist jetzt schneller gezählt. Ja. Er hat dich gehört. Finde ich auch gut. So. Ah, schön auf die Hand getreten. Sag, das beste Team, Mann. Wir haben bis jetzt bessere Aktionen gezeigt als die Good Guys. Beißt der Brawler ihn? Geil. Ja. Finde ich super. Wir bin? Ach. God, what a clothesline. Vor allem hat er so nach oben gegriffen irgendwie. War total schief. Naja. Ah! Ach. Ja, das war ein Kick. Die Kurzform für Kick im Gut. Ja. Was denn? Das war doch gar nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Hat nur mal geguckt, ob seine Augen noch funktionieren. Und Sunset Flip. Ganz hoch. Und da fällt er doch. Ja, aber Horowitz hat aufgepasst. Heute wäre das natürlich eine Disqualifikation. Ja, leider. Ja. Das fällt ihnen früh ein. Du darfst nichts machen, jetzt wirst du disqualifiziert. Ja, danke, Barry Corbin. Oh, der Kick in der Ecke. Und das Ding hier nannte man bei WWF Raw, dem Spiel auf der PlayStation 1, Choke with Boot. Ja, eigentlich so ein Nash-Move. Mhm. Oh. Ja, World's Greatest Tag Team hätte es nicht besser gezeigt. So. Elbow auf den Solarplexus hier. Oh, Headbutt. Hätte man besser nicht meinen Headtriggers gemacht. Oh, der Rückenkratzer. Oh. Ja, das war's, liebe Fan. Jetzt ist es vorbei, Billy Gunn. Das war das Karriereende. Das tut mir leid. Ja, die Stream hat er heute noch. Härteste Move im Wrestling. Ja, wie Kevin Nash mal erzählt hat, ne, dass Triple H immer noch eine Narbe am Rücken hat von dem scheiß Hogpen-Match gegen Henry O. Godwin. Oh, Augenschlag vom Brawler hier. Also das ist Billy Gunn kriegt seit 3 Minuten auf die Fresse. Wie geil, ey. Hammergut. So, Wechsel. Oh, nochmal der Rückenkrall. Ja, das war's. Der hat doch genug, liebe Fans. Aber die wollen ihre Dominanz hier zeigen, ihre dominante Dominanz. Oh, Vorarm! Ja. Hätte auch eine Dieven-Clothesline sein können. Irgendwie. Undefinierbar. Ja, und jetzt ist es wieder so räudig. Ne? Er wechselt und dann gewinnen die Good Guys. Es ist so schlecht. So. Oh, Riggins war nicht schnell genug. Nein. Oh, Barry. Oh nein, Brawler. Oh. Wärt ihr doch nur von Bobby Heenan gemanagt, dann hättet ihr gewonnen. Was? Ja, unfair. Disqualifikation. Das, so geht's aber nicht. Nee, Double Dropkick von den Smoking Guns. Ja, und jetzt hier das Selling von Billy Gunn, jetzt tut's natürlich wieder nichts. Landet auf den Füßen. Hätte mich verbissen, jetzt auf Füßen gelandet, wer sich umdreht, super Kick und Tatanka ist weg. Ah, jetzt kommen diese scheiß Tomahawk. Die waren auch so schlecht. Nein! Reno!
Oh, der war nicht. Crossbody? Wieso? Da war doch. Was? Ach, der hätte doch mal reingekonnt, Brooklyn. Ja, eben. Was ist da los, Alter? Das hättest du doch noch geschafft. Das war doch auch nicht, nicht rechtzeitig da. Das war doch auch nicht sein Finisher, oder? Das war doch der End of the Trail, oder nicht? Ja, war jetzt ja immer nur so ein schlechter. High Cross Body. Ja, hatte der nicht auch einen Namen bei ihm? Ja. Bei Bob Holly war es die Overhead Cam. Ja, die Overhead Cam. Das war ja auch der Finisher. Aber war der mal der Finisher von Tatanga? Der High Cross Body? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ja, also dafür, dass Billy Gunn jetzt irgendwie 5 Minuten auf die Fresse bekommen hat, gefühlt, war das aber ein ziemlich schwaches Finale. Ja, aber das ist doch mal ein perfektes Beispiel dafür, dass man auch gesehen hat, dass diese Preliminary Guys da oder die Jobber, wie auch immer, dass das alles eigentlich ganz gute Worker waren. Ja, natürlich. Ja. Die meisten. Ja, natürlich nicht alle. Ne? Es gab natürlich immer mal so ein paar Eierköpfe da, Dale Torborg oder wie die hießen. Ach ja, sowas ja. Haben wir denn hier noch Schönes. Was schlägt YouTube denn vor? 9 Minutes of Unbelievable Moments. Nee, das ist Who Andre Didn't Like. Kevin von Eric gegen Abdullah the Butcher von 84. BGF Greatest Matches, Hulk Hogan gegen Ric Flair. Tatanka gegen Undertaker. Die waren gar nicht so great. Die meisten haben gesagt, dass die Matches zwischen den beiden eigentlich immer ziemlich schwach waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Beste ist ja, dass es ja eine Aufnahme gibt, irgendwie aus einer House-Show, wo ja Hogan gegen Flair angetreten ist und das Publikum ist komplett auf der Seite von Flair und sie buhen die ganze Zeit Hogan aus. Ja. Und das soll wohl einer der Hauptgründe gewesen sein, warum Vince das letzten Endes nicht bei WrestleMania haben wollte, weil er Schiss hatte, dass dann so viele NWA-Fans oder wie auch immer da sitzen und Flair bejubeln. 20-Mann Battle Royal, 23. Februar 92, Madison Square Garden. Oh, das geht eine halbe Stunde. 20-Mann Battle Royal, Madison Square Garden, 93? 92. 92? Mhm. Oh, das könnte ja. Nee, warte mal, nee, der Bulldog hat ja die in England gewonnen. Mhm. Wer ist denn da alles dabei? Mal gucken. Vielleicht kriegt man das ja raus. Ah, ja, okay. Berserker. Ja, bestimmt genau. Hier steht Berkerker, aber macht nichts. British Bulldog, Model Rick Martell, The Mighty Hercules, The Bushwhackers, Luke and Butch, Skinner, Repo Man, The Warlord, Chris Walker. Also die komplette Undercard von WWE. Chris Walker. Chris Walker, wer war das denn noch? Keine Ahnung. Kato. Vom Orient Express? Jumpin' Jim Brunzel. Oh Gott, ja, der 92 Jobber. Rowdy Roddy Piper. Ja, ja, jetzt sind wir schon näher dran. Die Nasty Boys, Knobs and Sex. Nee. The Undertaker. Nee, auch noch zu frisch. The Big Boss Man. Ain't scared of you, Dead-Ass. Ja, sagt er bestimmt zum Undertaker, ja. Sid Justice, Ric Flair und The Immortal Hulk Hogan. Jawohl, weiß ich nicht. Ich würde es Hogan zutrauen, aber muss nicht unbedingt sein. Könnte auch der Bulldog machen. Also, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Oder Bushwhacker Luke. Und Kommentar hier, Gorilla Monsoon im Handicap-Match mit Bobby the Brain Heenan und Lord Alfred Hayes. Super. Das ist natürlich bitter, ne? Wieso? Da muss er sich gegen 2 durchsetzen. Ja, aber Lord Alfred war nicht immer Heel. 92. Doch, ich habe so eine DVD von, das müsste auch so 92 gewesen, da hast du Bret Hart gegen Repo Man und sowas. Und da kommentieren auch Gorilla und Lord Alfred Hayes. Ja, war klar Heel. Ja, aber das kommt ja auch immer dann auf die Zusammensetzung an. Aber Lord Alfred Hayes war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich immer Backstage-Interviewer. Und da hat er eigentlich ganz neutral berichtet. Ach so. Deswegen weiß ich nicht. Also vielleicht ist er hier die neutrale Mitte. Chris Walker ist tot? Ach so. Wer ist denn Chris Walker? Ich weiß es nicht. Kriegen wir das raus irgendwo? Chris Walker. Wenn man Chris Walker googelt, dann kriegst du
Millionen von Amerikanern, die so heißen wahrscheinlich. Warte mal. Outlast? Nee. Chris Walker WWF, gebe ich mal ein. Ja, habe ich gerade. Da sieht man ihn. Ein ziemlich durchtrainierter Dude. Boah, was ist das denn? Sieht aus wie ein American Gladiator. Finde ich. Ja, krass. Sieht aus wie eine Mischung aus einem Warrior und ja, Kenny Omega. Vielleicht eher aus einem Warrior und Brad Armstrong. Ja, das auch, stimmt. Chris Walker, aber den kenne ich echt überhaupt gar nicht, ey. Warum kenne ich den denn nicht? Das gibt es nicht. Nee. Es ist heute was passiert. Die Matrix ist falsch. Der hatte den Spitznamen Conan. War das? Hä? Hier ist ein Bild von Malibu American Gladiator. Nee, das ist der nicht. Nee, das nee, ist nee. Er doch nicht. Nein, das ist er nicht. Der sieht aus wie Edge. Ja, Edge mit Föhnwelle. Und Statur. Oh! Malibu. Fresse. Hier, Butch Stanley und Chris Walker. Hier, Sid gegen Chris Walker, Primetime. Das kann man mal gucken hier. Warte. Was, Sid gegen Chris Walker? Ja. Sid Justice oder was? Ja. Okay. Warte, tue ich mal hier rein. Aber warum gucken wir nicht die Battle Royale? Ich hab Bock auf die Battle Royale. Achso, können wir auch, ja klar. Ja, wir können ja erstmal das Kurzmatch gucken und dann gucken wir die Battle Royale, das finde ich besser. Jetzt habe ich gerade den Tab wieder geschlossen, Moment. Ja, ist doch egal, das kriegen wir ja gleich. Kriegen wir ja hin. Ihr seid ja alle noch dabei, ne? Hallo da draußen. Also JFK hat gesagt, das klicken nur 19 Leute an. Das ist mir zu wenig. Ich will, dass das mehr Leute anklicken. Und nachdem ihr das hier gehört habt, findet ihr das alle so geil, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt, diese Glocke aktiviert und auf Abonnieren klickt. Weil ihr euch gesagt habt, yes, endlich habe ich mal klassisches, geiles Wrestling gesehen. So, das ist das kurze Match. 6 Minuten. Sehr gut. Also, von Primetime. Na gut. Okay, so. Also wir gucken jetzt Sid oder aka Sid Justice gegen Chris Walker von WWF Primetime 1992. Findet man auch auf YouTube. Hat ganze 100 Aufrufe. Ja. Also weniger als dieses Video hier haben wird. So. So, okay. Von WrestlePalooza veröffentlicht. Na gut, also gib dem mal Klicks. 3, Loser. So. Ja, genau. 3, 2, 1, los. So, Watch With Us, Sid gegen Jobber Chris Walker hier. Und Chris Walker, ja. Ja, witzig, wenn sie es so eingeblendet hätten. Genau, da kommt Harvey Wibbleman. Harvey Wibbleman hier, der Manager von Sid Justice, oder was? Ja, anscheinend. Aha. Gott, die Haare da vorne, das sieht ja komisch aus. Naja, gut, okay. Aber das muss denn ja schon kurz vorm Abgang von Sid gewesen sein, oder? Ja, vielleicht verliert er hier. Das würde ja so witzig. Stell dir das mal vor. Oh, da hat er schon die schwarze Hose an, ja. Also das ist auf jeden Fall schon Heel. Und das Heavenly Bodies Theme, oder? Ich glaube nicht, dass es das ist. Nee. Hat nur so einen ähnlichen. So einen stampfenden. Aber das ist, glaube ich, das ist auch das Theme gewesen, das er hatte, als er Face war. Bin ich ganz hundertprozentig sicher, aber. Gott, ja, hier Sid heißt er noch Sid Justice. Ja. Wer kommentiert da?
Keine Ahnung. Ist das hier Sean Mooney? Könnte Sean Mooney sein, ne? Ja. Was rotzt der denn da immer rum? Ja, weil er Bad Guy ist. Ja, toll. Hat das Benoit nicht auch eine Zeit lang gemacht? Ich glaube schon. Also Sean Mooney offenbar und Lord Alfred Hayes, die hier kommentieren. Ja, sehr gut. So, jetzt Harvey, wieder eingeholt. Harvey Whippleman war aber auch so ein räudiger Manager. Der war echt nicht gut, Mann. Der war echt kein guter Manager, muss man einfach so sagen. Aber Sid wird ganz schön ausgeputzt, ne? Ja. Gar nicht schlecht. Maniacal Justice, okay. Alter, Chris Walker hat aber eine ganz schöne Statur. Der ist auch gar nicht klein, oder? Also ich meine, Sid ist ja nun sehr groß. Ja, wie groß mag der sein? 1,95 vielleicht? Bestimmt, bestimmt. Ja? Ah, 6'3. Also 1,93, ja. 92, 93 so. Oh Gott. Oh, bisschen stumpf. Ja, ja, gut, das passt ja zu Sid, ne? Das sind ja seine üblichen Close Lines gewesen, so die nicht so wirklich passen. Der Bump von Walker war ganz schön krass. War schon fast ein Mr. Perfect Bump. Ja, wenn er sich noch so einmal um die eigene Achse dreht am Boden. Ja. Wenn er so rumglitscht. Ja. Der Vorarm hatte ja richtig viel Impact. Um nicht zu sagen, gar nicht. So, und ja, jetzt Choke on the Rope. Ja, nach 4 nicht loslassen ist immer schlecht. Ja. Sid ist auch so einer, der hat nur von seinem scheiß Look gelebt, ey. Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Kann der mal seinen Pulli da wegtun oder seine Jacke oder was? Ja, das ist auch hammerdumm, ne? Aha. Guck mal, ich habe eine Jacke, ja. Habe ich nicht abgegeben, weil er gerade oben. Ganz toll, ja. So, Body Slam. Oh, und das ist der Springboard Kick. Oh Gott. Der Springboard Stomp. Vorsicht, spring nicht zu hoch, Sid. Wir wissen, was passiert ist, als du vom dritten Seil gesprungen bist. Der hat aber auch dürre Waden, meine Güte. Ja, he skipped leg day. Oh. Ja, guck dir das mal an. Das ist ja. Ja, für den Oberkörper sind die Beine eigentlich zu dünn, ja. Ja. Das ist ja kein Wunder, wenn die abfallen. So. Ah, jetzt kommt schon. Ah, jetzt gibt es die Powerbomb schon. Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein für Chris Walker. Da kann er aus dem Ring walken. Da war gerade. Oh! Ja, war ja okay. Ja, die war ziemlich leicht. Ziemlich tief. Da keine war gerade so ein Sid Justice Rip-Plakat. Hatte der gerade eine Fehde mit dem Taker? Das kann sein, dass der nach WrestleMania eine Fehde mit dem Taker hatte, ja. Aber war das nicht auch so, dass irgendwas nicht mehr, sie hatten doch noch was für ihn geplant und das kam dann nicht mehr zustande, meine ich. Weil er dann ja gegangen ist. Gott, war das Bild dann eben mit dem Stretcher? Sah fast so aus. Ja, von 92 gibt es ja jetzt wenigstens die Superstars-Ausgaben. Da könnte man das vielleicht nochmal so ein bisschen nachvollziehen. Sonst gibt es ja leider nicht viel aus der Zeit. Gab noch kein Raw, nix. Ja, das stimmt. Ja, und sonst natürlich noch ein paar von diesen Main-Event-Sachen und so, ne? Oder WWF, einfach, die einfach nur WWF hießen, ganz intelligent. Ja. Ja, das war ja jetzt ein Stretcher-Match. Ist halt die Frage, du, das kann sogar sein, auf der European Rampage Tour. Auf der European Rampage Tour ist. Was ist denn los? Au. Ja, sehr gut. Auf der European Rampage Tour ist Sid gegen den Undertaker mehrfach angetreten. Ja, siehst du. Und es war immer ein Double Count Out. Ja. Und dann haben sie ein WrestleMania Main Event gekriegt. Naja. Das Match hier steht auch nicht in der Datenbank irgendwie.
Aber ja, würde ja passen. Also ich meine, denn kurz danach, ich meine Ende April oder so, war dann Sid Justice weg. Der ist dann, glaube ich, erst, wenn mich nicht alles täuscht, 93 bei der WCW dann aufgetaucht. Und hatte vielleicht auch ein Jahr dann Timeout genommen oder so, keine Ahnung. So. Ach, diese Battle Royale hat über 1 Million Aufrufe. Ja, und zu Recht. Und der erste Kommentar, this was the golden area. The garbage that's on today isn't worth watching. Soll ich drunter schreiben, what you don't say? They're listening. We're listening, idiot. Ach so, ja, dann hast du wahrscheinlich den gleichen Link. Die gibt es ja ein paar Mal bei YouTube. Ja, genau. So. Vom Championship Channel. Ja. Ja. Also wir gucken uns jetzt die WWF 20-Mann Battle Royale February 23rd, 1992 on Madison Square Garden vom Championship Channel an. Ja, und was war, oder? So. Was war da denn los? Ja, werden wir gleich sehen. Gut. Man weiß es nicht. Ja, wir können es uns denken, ne? Wahrscheinlich Hogan oder... Ja, aber wobei, ich könnte mir wirklich vorstellen, also ich kenne diese Battle Royale, glaube ich, nicht. Ich kenne nur eigentlich nur die so von den Home-Video-Kassetten. Da kenne ich, glaube ich, so gut wie jede, die es auf VHS gab. Aber bei der hier, ja, würde ich entweder sagen, Hogan oder der Bulldog. Bin mir nicht ganz sicher, aber Hogan mit Flair 92, da könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade wegen auch, weil auch Sid Justice mit drin ist, das ist ja alles kurz vor WrestleMania, dass man da eventuell die Fehde aufbaut und Hogan deswegen nicht gewinnt. Ja. Aber er hat doch schon den Rumble nicht gewonnen, das geht aber nicht. Ja, okay, dann gewinnt er doch. Dann. Oder einfach nochmal Flair. Einfach alles geben, was geht. Geil. Wäre auch mal gut. Oder doch Luke. So. Oder doch Chris Walker. So. 3, 2, 1. Los. Wollen wir schon die Final Four tippen? Ja, okay. Ich muss mir nochmal die Liste angucken hier. Taker, Hogan, Sid und Hercules. So. Okay, ich sag Hogan, Bulldog, Flair und Sid. The Fink. So. I'm a Darker. 323 Pounds. So, was habe ich gesagt? Hercules. Also jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge, aber Taker, Hogan und? Hogan, Taker und Sid. Ja, und ich hatte Hogan, Flair, Sid und Bulldog. Ja, die hatten alle schon Matches an dem Tag, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, der Bulldog hatte... Bulldogs Haare sind so zerzaust, also hatte er schon ein Match. So elektrisiert. Ja, absolut, die hatten schon Matches. Ja. Geil. Sieht völlig fertig aus. The Model. Da steht sogar, dass er von Cocoa Beach, Florida ist. Ja. Kakaostrand. Gott, oh Gott. Diese Glatze, ne, die ist mir jetzt auch erst aufgefallen, als ich die Raws geguckt habe. Ja, der hat mal diesen Zopf, aber die Glatze ist mir nie aufgefallen irgendwie. Ja. Was für ein sehr dünne Haare, ne? Ja. Der Bulldog hatte ja mal 95 nach dem verkorksten Rumble, ne? Ja. Hatte er auch nochmal eine 20-Mann-Battle Royale irgendwie bei Superstars oder so. Ja. Und die durfte er dann gewinnen, so als Wiedergutmachung. Gegen wen denn? Gegen Pfeifen oder was? Ja, der letzte war einer von den Blue Twins.
Ja. Jacob oder Eli? Das weiß ich leider nicht mehr. Aber da ist wahrscheinlich die Fehde gegen die Blue Twins entstanden mit den Allied Powers. Gott. Na. Ah, Bushwacker. Und das war eine TV-Übertragung oder was? Das war bei Superstars, glaube ich. Nee. Ist auch schön, wenn die Securities das mitmachen hier bei den Bushwackers. Oh ja, ich habe sie gerade gefunden. Superstars 439. Ja. British Bulldog besiegt Adam Bomb, Aldo Montoya, Bob Holly, Duke Drosy, Eli Blue, Fatu, Henry Godwin, Jacob Blue, Jerry Lawler, Jimmy Delray, King Kong Bundy, Kwang, Mabel Mantor, Mo, Shawn Michaels, Sioni, 123 Kid und Tom Pritchard. Ja. Boah, das ist jetzt eine ziemlich star-studded Battle Royale. Also ist jetzt nicht so wie diese 44-Mann-Battle Royals, die sie dann hatten, wo immer nur die ganzen Jobber mit drin waren. So. Ah, und weißt du, was Shawn Michaels gemacht hat? Der ist nach einer Sekunde raus, ist übers oberste Seil gesprungen, weil er gesagt hat, ich habe doch eh schon den Rumble gewonnen, was soll ich noch hier? Ja? Ja. Oh Gott. Ja. Ernsthaft? Ja. Der Hammer gut. Ja, und was hat es dem Bulldog gebracht letzten Endes? Nothing. Nix. Ja. Er durfte ins Tag-Team mit Lex Luger. Repo Man. Aber witzig, da hat Man Mountain Rock Bob Cook besiegt. Ja. Muss man auch erstmal schaffen. Bob Cook wrestelt heute noch. Meine ich zumindest. Bob Cook sah immer so ein bisschen aus wie so ein untrainierter Scott Norton. So. Warlord. Der keine Musik hatte. Gott, ey. Meine Güte, aber der war auch so ein Bulle, der Typ, ey. Was für ein Vieh. Dude, you're full. War das nicht sogar die Zeit, wo der Bulldog mit ihm eine Fehde hatte? Oder nee, das war schon kurz danach, ne? Oh Gott, das weiß ich nicht. Die Fehde war, glaube ich, 91 zwischen Bulldog und Warlord, weil beide den Running Power Slam hatten. Und dann hat der Warlord irgendwann den Full Nelson. Da ist Chris Walker, ja. Da hat der Bulldog immer den Warlord immer den Full Nelson angewendet bei allen Gegnern und der Bulldog hat sich dann rausgepowert. Das war also die Original Master Lock Challenge. Ha. Hat der Berserker gerade den Fink attackiert? Auch wieder Rage. Auch wieder geil, ne? Kato. Bei allen anderen stand der Ort und da steht nur Japan. Wir kennen keine Stadt in Japan. Keine Ahnung, woher. Einfach nur Japan. Ja, ist ja Mystery. Ja. Das weiß man das nicht genau. Der Berserker hat ja mal in einem Interview erzählt, dass er ursprünglich mit Bruiser Brody in die WWE sollte. Also WWF sollte damals. Und dass das dann nicht mehr stattgefunden hat, weil der dann ja erstochen wurde. Ja. Von dem Villano oder so, ne? Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, Savio Vega war dabei, ne? Echt? Ja, der hat das, glaube ich, gesehen? Mit angesehen, ja. Und hat dann gesagt, nein, der war es nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja, viele Leute haben darüber gesabbelt, aber irgendwie wirklich was. Ich habe nie jemanden gehört, der da wirklich dabei war. Also kann natürlich sein. Savio Vega? Ja, und zwar wurde das gesagt bei Eurosport damals. Mhm. Als er noch TNT war? TNT war, genau. Ja, geil. Am Dynamite. Ja. Oh Gott, das ist. Ah, dann sehe ich hier die Nasty Boys mit Jimmy Hart.
Mouth of the South. Wow, Nasty Boys sind ganz schön gehasst hier, nicht schlecht. Gott, das Bild wird immer schlechter, das ist ja fast schwarz-weiß. Oh Gott. Ja, es ist ein Videotape, ne? Das ist ausgeblichen über die Jahre hinweg. Kann sogar sein, dass das Tape eventuell Schimmel hatte, weil Videotapes nach einer Zeit, also da sollten übrigens alle mal drüber nachdenken, die noch VHS-Tapes haben, überlegt euch echt die Dinger mittlerweile zu digitalisieren, ja. Weil wenn die Teile zu lange liegen, die fangen echt an zu schimmeln. Ich habe nämlich auch letztens ein paar weggeschmissen, weil die bei mir auch auf dem Dachboden angefangen haben zu schimmeln. Das ist halt ziemlich kacke, also da solltet ihr echt mal überlegen, wenn ihr da noch wichtige Sachen habt, ob ihr die nicht irgendwie digitalisiert und ein, zwei Mal auf Festplatten abspeichert und die VHS-Tapes einfach mal aussondert. Ja, die Qualität wird halt auch nicht besser. Ja, die Nasty Boys waren echt unbeliebt, ne? Und das war ein Jahr, nachdem sie Tag Team Titel gewonnen hatten, oder? Ah, 91? Ja, 91, WrestleMania 7, ne? Ja. Nee, oder war es 8? Nee, doch 7, oder? Das war doch da, wo Savage hier. War das nicht da, wo Savage den Warrior besiegt hat? Warrior den Savage besiegt hat, meine ich. Warrior den Macho King? Ja, mit dem Face-Turn danach, ne? Warte mal. Ja, später dann, ja. Der Undertaker guckt einen Berserker nur an. Das war ja auch. Ist da der Taker schon Face geturnt zu der Zeit? Oder war das noch kurz danach oder kurz davor? War nicht mit Paul Bearer die ganze Zeit Face? Also von Anfang an, meine ich? Nein. Also nach Brother Love? Nein. WrestleMania 7 ist er noch gegen Snuka angetreten. Da war er Bad Guy. Ah, okay. Erst bei WrestleMania 8. Ah. I'd scare you dead ass. That's a big boss man. You gonna sell hard damn. So, der Face-Turn kam in der Storyline mit Jake the Snake gegen Macho Man. Jake the Snake wollte Elizabeth attackieren mit dem Stuhl und der Undertaker hat ihn aufgehalten. Ah, das, okay. Das war der Face-Turn vom Undertaker. Siehste. Deswegen frage ich, ob das jetzt kann sein, dass das hier kurz danach oder kurz davor war. Weil bei der Mania ist ja der Undertaker dann gegen Jake the Snake angetreten. Ah, WrestleMania 7 bis SummerSlam haben sie den Titel gehalten, ja. Also die Nasties. Ja, und gegen wen hatten sie verloren? LOD. Legion of Doom, ja. No DQ Match. Ja. Ah. Was, Sid legt sich mit Nasty Boys an? Sid ist der Bad Guy. Ah, die Nasty Boys gehen gegen alle, weil sie so nasty sind. Ja, ja, klar. Piper. Greatest day of my life. So. Woo! With a tear in my eye. Er geht wieder, was das? Ach so. <ey. lacht> Learn to love it! I'm alive! So, ja. The Nature Boy! Da ist er. Und jetzt fehlt nur noch einer, nämlich The Immortal Hulk Hogan. So, guck mal, wir haben 33 Minuten für diese Battle Royale und ja. 12 sind schon rum. Also 11 Minuten 55 bei mir jetzt. Ja. Und 12. 1, 2, 3. Mortal Hulk. So, Howard Finkel kann sich jetzt auch erstmal ausruhen, bitte. Brother. Wo muss ich gleich, Brother? Wo geht's denn hier raus? Ja. Oh, hier ist der Parkplatz. Ja. The Hawks got it all wrong, man. It's a super dome.
Oh, das ist der Hulkster. Der hatte natürlich noch kein Match heute. Oh, das heißt also, dass er heute gewinnt, weil er noch kein Match hatte. Oh, Sid geht hier schon gleich raus. Siehst du, das meine ich, ja, diese krass. Storyline. Deswegen sage ich ja, aber Sid ist noch nicht draußen. Das ist ja nur über das mittlere Seil, aber das meine ich, die Story meine ich. Deswegen könnte es auch sein, dass er eventuell nicht gewinnt. Chris Walker hier rechts gegen ich Hercules. Ich erkenne gar nichts. Chris Walker rechts gegen Hercules, Repo Man bei Skinner, Piper jetzt gegen Skinner. Der Taker da links unten in der Ecke. Ja. Ah, oh, da choked der Ric Flair, der Hulkster. Sid kickt Zags weg. Nee, Nobs, Entschuldigung. Ich mache das immer noch falsch, ne? Weil bei dem Amiga European Rampage-Spiel, da waren die genau falschen Weg rum betitelt. Da war der blonde Sags. Ja, und das auch ist ja nur, verkehrt. Ja, und auch nur mit einem G geschrieben, also Sags. Sag's ja. Doch einfach. Es gibt ja auch Nobs mit einem B. Knobs. Ja. Matze Knob. So, ja. Der WCW-Hardcore. Ja, das war natürlich auch knallhart hier, der Schlag von Luke gegen den Warlord. Ach ja. Oh, da kickt der Warlord zu hier. Ach, ich habe Battle Royals immer geliebt. Ich fand die immer super. So, wer läuft da jetzt so planlos in der Mitte rum? Wo? Unten? Mit der blauen Hose? Das war nicht Sid. Da links. Wer der? Genau in der Mitte jetzt. Der das war Jim Brunzell. Jumping Jim Ach so, Brunzell okay. Ist das. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Nö, der ist alt. Mann, der war schon bei WrestleMania 2 dabei, Mann. Das erwartest du. Ja. Das jetzt hier ist WrestleMania 8. Der ist zu lang dabei. Du hast gesehen, Barra hat noch festgehalten. Ja, geil. Barra. Ein Klassiker, der Mann. So, da wird Ric Flair zusammengechoppt, oder? Ja. Oh, eine Berserker. Ah. Ja, der sollte ja auch eine Fehde gegen Undertaker haben damals, ne? Oh, verkauft den Undertaker nicht. Naja. Oh. Hoss. Ich glaube, der Undertaker ist schon Face, weil der greift die ganze Zeit nur die Heels an. Das ist echt schlecht zu erkennen. Oh, hier mit dem Job gegen Kato. Skinner! Oh, Skinner schlägt auf den Bossman ein mit dem Berserker zusammen. Oh, da ist Sid wieder und weiß. Ich glaube, der Hulkster hat Kato auf den Schulter. Der Undertaker choke Flair. Oh, hier. Ja, raus. Raus. Einfach eiskalt in die erste Reihe. No! Ah, God! Ah, der Warlord kickt irgendjemanden hinten zusammen. Oh, Sid! Oh. Ja. Undertaker choke Sid hier, Shades of WrestleMania 13. Ja. Ja, Jim Brunzell steht schon wieder vorne drum rum. Was macht der denn da? Ist er blöd oder was? Geh doch mal auf Kato los. Warst doch mal bei den Killer Bees. Ja, möglichst unauffällig, ne? So, ja. Ach, guck mal, da links. Ah, der Hulkster ist jetzt sauer. Oh, Piper hält ihn, glaube ich, halt Flair fest für Bogen. Oder wer war das? Nee, das war Davy Boy, ne? War gar nicht Piper. War es nicht Sex? Das macht keinen Sinn. Nein, das war Davy Boy. Ja. Sex ist jetzt gerade auch bei Davy Boy. Und da oben macht den Tank Punch. Oh, und beißt Ric Flair. Oh, da kommt aber der Berserker jetzt. Er sieht auch aus wie von den Blue Twins. Ja. An dem waren die doch auch orientiert, Mann, oder auch. Die waren auch an Brody orientiert. Berserker hat sich doch auch nur an Brody orientiert. Vince wollte doch auch immer seinen eigenen Bruiser Brody haben. Und als er dann die Möglichkeit hatte, ihn zu kriegen, da war er dann tot. Ja, da hat er Eli Blue genommen. Ja. Irgendjemand hat ja auch behauptet, nee, Brody wollte da nie hin, aber der Berserker hat das mehrfach behauptet und meint, ja, der Berserker ist ein Lügner. Ich so, Mann, warum soll der Berserker darüber lügen? Was hat er denn davon? Dass er sich mit Bruiser Brody identifizieren kann, war ein totaler Schwachsinn. Ja, aber Brody wollte nie von Japan weg. Warum denn nicht, Mann? Er hatte Family in den USA. Warum sollte er denn nicht mal irgendwann zurück wollen? Er ist doch auch älter geworden. Und in der WWE hat er bestimmt noch nicht schlecht verdient. Ist noch gar keiner raus, ne? Nee, irgendwie nicht. Was ist da los?
Ja, was ist echt? Was ist da los? Oh, jetzt hier Nobs. Nein, noch nicht. Wo ist Flair? Nicht mal Chris Walker ist raus. Wo ist denn Flair überhaupt? Rechts, ganz rechts. Ah, da, ja. Ja. Gott, diese Bildqualität. Ja, ist nicht so gut, ne? Aber ich kann das, weil ich habe damals Atari 2600 gespielt und habe ich auch was erkannt. Oh, Flair hier mit dem Punch gegen Undertaker. Oh, der Brody, den Berserker. Jetzt muss einer schubsen. Ja, jetzt kommt der Hogan. Ah, das dauert zu lang. Ja, nee, das wird doch was. Ja, und da ist er raus. Ja. Berserker, die Nummer 1 hier. Hat sich's ausberserkt. Oh, der Undertaker. Kommt Mark Henry rein. I destroyed the Undertaker. Hall of Pain. Ja, ist das hier Hercules? Der hat schon sein Power and Glory Outfit an. Oh, der flog, das war Skinner, glaube ich. Ja. Ja. Skinner ist raus. Outgeskinnt. Und da geht Kato. Ja. Durch Piper. Ich habe aber nicht erkannt, wer Skinner rausgeschmissen hat. Da war die Kamera falsch auf der falschen Person. Oh, the boss man. Can't screw me out. Sag ich doch. Oh, so. Model und Repo Man hier. Knallhart. Das ist natürlich eine harte Nummer. Ja, Butch kennt ihn ja noch aus der Demolition-Zeit. Ich meine natürlich, ist ein ganz anderer Charakter. Oh, Flair bei Piper jetzt, aber jetzt der Bulldog bei Flair. Oh, ho, ho! Julius labert nur mit dem Hulkster und der choppt ihn einfach. Geil. Sag mal, was machen wir jetzt? Ja. Oh, was fällt dir ein? Everyone for himself, brother. That doesn't work for me. Rick the Model Mattel einfach eingeklemmt vom Bossman. Hammer gut. Oh, ist das Chris Walker? Ja, das ist Chris Walker. Ja, der müsste langsam mal raus. Oder? Wo, wer ist da raus? Weiß ich nicht. Hercules. Ah. Power and Glory Hercules. Wo ist denn Paul Roma? Oh, Rick the Model Mattel durch den Bossman. Im hohen Bogen. So. Oh, Piper hat Repo Man in die Augen gestochen. Oh, Gnade. Da muss er erst mal treffen. Ja. Der Hardscart. Chris Walker ist immer noch drin. Geil. Ich glaube, der gewinnt das noch. Ja. Oh, Repo Man hier. Gegen Hogan. Mit Flair zusammen. Oh! Wieso ist ein Referee drin? Weiß ich nicht. Der gewinnt, oder? Ja. Keine Ahnung, warum der drin ist. Das ist doch gefährlich. Oder ist das hier, Danny Davis? Nee. Nein, Spaß. So, oh, jetzt hier der Bossman choked hier Brian Knobs. Und Jerry Sachs hat einen Brustkratzer bei Hogan gemacht. Musst du auf dem Rücken machen, Mann, damit das für Effekt hat. Oder ist ab jetzt mit Pin? Nein. Was Flair macht er denn da? Gegen Owen, oh! Da geht Sex. Ja. Durch Hogan oder wen war das? Ich glaube ja. Und dann über seinen Partner rüber. Ja. Nobs hängt in den Seil. Ja. Oh, da geht Luke. Ich glaube, es war Luke. Ja. Eine Spook in der Luke. So. Ja, Luke ist raus und geht einfach weiter. Und da ist Chris Walker raus. Durch wen? Durch den Warlord? Taker, oder? Bobby Heenan hat gesagt, Johnny Walker ist out. Sehr gut. Ah, der Bossman gegen Repo Man hier. Aber da kriegt er wieder einen vom Flair. Sag, da bist du nicht Big Baba Rogers. Auch Sid ist daneben gesprungen hier gegen Knobs, aber verkauft es einfach nicht. Oh, geil. Und slammt Knobs mit dem Kopf auf den Boden. Ja. Wow. Ja, Repo Man, beziehungsweise Flair und Piper, hier, die hatten ja auch eine Fehde, ne? Es war ja auch ein Hin und Her zwischen den beiden da. Ja. Oh, da trifft Flair den Repo Man. Ja, das war ja das hier. Flair ist raus. Ja. I don't believe it. Und Repo Man. Und Piper. Nee. Auch nicht. Knobs.
Was geht da links ab? Gott, oh Gott. Ich hab keine Ahnung. Irgendjemand hat die. British Bulldog hat Piper wieder zurückgezogen. Ist er dumm? Hat er das Match nicht verstanden? Oh, Sid! Schmeiß Piper, Piper raus, ja. Hattest du Flair in den Final Four? Nee, ne? Hatte ich nur. Nee. Wir haben beide Hogan und Sid, sonst haben wir Unterschiede. Dann, wen haben wir noch? Bulldog habe ich, glaube ich, noch, ne? Du hast noch Bulldog und Flair und ich habe noch Taker und Hercules. Ach, Hercules ist ja schon raus. Ah, Mist. Aber ja, gut, aber Flair ist ja auch raus, also sind wir ja noch gleich auf. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, er fasst ihm einfach ins Gesicht. Da, da, Bossman, da. Da habe ich mir gerade mal am Arsch rumgespielt. Hör auf, Undertaker, nein. Bis du rausgehst, so lange mache ich das. Rest in peace. Oh Gott. Ist Nobs gerade so aufgestanden wie der Taker? Auch. Was? Hatte Sid ein Problem mit Nobs? Ey, ich habe manchmal das Gefühl, der kickt da echt zu. Aber er ist nicht raus, oder? Nein, er ist übers unterste Seil geflogen. Das reicht ja nicht. Oh, Hogan nimmt den Kopf zu früh runter, der Rookie-Fehler, ja, hier. Dass er eben schon auf dem Apron war. Aber das gab es damals auch nicht, ne? Dass er irgendwie noch so rumgeturnt wurde, irgendwie auf dem Apron. Oh, ja, der Bossman! Was ist da der Ticker raus? I'm scared of your daddy! Nee, schafft er nicht. Oh, liebe Fans. Und Brian Knobs ist zu dir. Oh, doch, hat er geschafft! Oh. Yeah, I destroyed your ass. Dafür hat der Undertaker ihn also gehängt. Das war der Grund, liebe Fans. Ah, knallhart. Das ist auch komisch, ne? Nobs greift gegen ihn ein und dann fällt er trotzdem irgendwie raus. Ja, ich glaube, der Taker hat sich einfach nicht mehr halten können. Ich glaube jetzt nicht, dass er die Battle Royale gewinnen sollte. Oh, yeah. Bossman hier schlägt hart auf den Warlord ein. Oh, Headbutt gegen Warlord. Wischt da die Fliegen weg. Oh. Ja, Tieftritt ist erlaubt. Er war nicht in die Eier, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Hattest du nicht den Undertaker dabei? Oh, nein, Davy Boy! Tja. Verdammter Mist. Den hatte ich ihm mit als Sieger auf dem Plan. Ja, dann wird's ja wohl doch Hogan, wa? Hogan oder Sid haben wir jetzt beide noch. Ja, siehste. Ja, aber dann wird's doch Hogan, also. Das ist doch jetzt klar. Jetzt ist es wieder zu eindeutig. Hm, ich glaube auch noch an Brian Knobs. Ja. Er geht jetzt raus. Knobs geht jetzt raus. Ja, guck mal jetzt. Tap. Da. Ist er die Pfeife. Was? Ja. Komm schon. Ja, das sind die Final Four. Warlord, Bossman, Hogan und Sid. Ja. Und Earl Hebner. Ja, fliegt als erstes der Warlord, dann fliegt der Bossman und dann fliegt Sid. Am Ende gewinnt Earl Hebner. Genau. Weil alle übers oberste Seil gehen. Habe ich nicht gesagt, als erstes geht der Warlord. Ja. Ja, jetzt geht der Bossman. Bossman eliminiert sich selbst. Versucht irgendeinen Splash oder so. Yep! Als hätte ich es geahnt. Tschüss. Okay. Ja, unsere Final Two. Ja. Wer hätte es gedacht? Gewinnt natürlich der Hulkster, ist doch klar. Nee, das macht Sid hier. Wär geil, wenn Sid das machen würde. Er würde so ausgebuht werden. Wäre hammergut. Du bist der nächste Hogan. Nee, ich will lieber Softball spielen. Ja, was wird nicht? Oh, scheiße, ich nehme dich jetzt wie ein Softball. Da. Oh, what a kick, brother. Oh, er macht hier den Birdman. Bird. Sid, beware. Ah, er kann hier, sein Kopf tut weh, er ist Psycho-Sid. Hä? Er hat ihm die Eier gedreht, deswegen am Publikum geblendet. Ach so. Ja. Oh, der Hulkster war hier auch. Coco Justice. Jetzt dreht der Hulkster total durch. Ja. Komm her, du Wichser. Oh, er hat Hüfte. Oh.
Au. 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 Ja, oh, meine Güte. Die Punches haben ja total getroffen, Hogan. Oh Gott, war das schlecht. Ja, die Kameraeinstellung war da auch nicht sehr vorteilhaft. Ja, wieso geht denn Earl Hebner jetzt dazwischen? In der Battle Royale ist das doch vollkommen scheißegal. Was soll denn der Blödsinn? Jetzt geht er K.O., was? WWF macht, ja, weil Sid zugeschlagen hat und ihn auch dabei getroffen hat. WWF ja, macht aber wieder warum? Die, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Die WWF macht sich die Regeln wieder, wie sie brauchen. Jetzt powerbombt er ihn. Oh, liebe Fans! Was bringt das denn, Sid? Was hast du denn jetzt davon? Der Referee hat doch überhaupt keine richtige Entscheidungsgewalt, Mann. Das ist totaler Quatsch. Aber draußen stehen keine, oder? Warum ist er überhaupt dazwischen gegangen, Mann? Er darf doch alles machen in der Battle Royale. Was soll denn der Blödsinn? Totaler Quatsch. Warum ist ein Earl Hebner so ein Idiot? Oh. Und da geht's jetzt raus. Aber warte, der Referee ist nicht da. Ja. Jetzt gewinnt Sid doch. Der macht den Austin. Siehst du? Ja, siehst du, da kommt er wieder rein mit dem Medizintöffel. liebe Fans. Oh, ja, und da war ja ein Ziegelstein drin. Ja. Ein Stahlstein war da drin. Nicht mal übers oberste Seil. Was ist das denn? Jetzt gewinnt Sid wirklich, wie dumm. Das ist doch ein Dreck hier. Ja, das ist hammergut. Geht. Ach, man muss nur noch sagen. Oh, da hat er gewonnen. Man muss nur noch sagen, dass man die Leute rausgeschmissen hat. Alles klar. Hab ich gerade rausgeworfen. Ja, ach so, okay, dann hast du jetzt gewonnen. Ja, genau, das hat Howard Finkel auch nicht gesehen, deswegen sagt Howard Finkel das jetzt einfach an. Ja. Jetzt gibt's aber noch hier mit dem Stuhl. Ich hab dich doch rausgeworfen. Nee, hast du nicht. Ich bin Sid. Mich wirft man nicht raus. Ich bin Sid, ich sitze. Ja. So. Sid Justice. Ah, sehr gut. Finde ich richtig gut, dass Hogan sich da noch aufregt, das alte Schwein. Das haben doch alle gesehen. Ja. Ey. Komm mal hier. Alle, außer Earl Hebner. Ja, der ja ein Vollidiot ist. oh, Hogans traurige Schnute jetzt. Manu. Ja, dafür habe ich eine Faust. Ja, und das so war's, liebe Fans. Und jetzt kommt noch ein Interview mit Gorilla Monsoon und dem Hulkster. Well, let me tell you something, Gorilla. Ja, da ist der Hulkster sauer. Wieso hat der Hulk eigentlich so dunkle Augenbrauen, aber so blonde Haare? Gefärbt? Also die Augenbrauen? Oder die Haare? Hm. Einmal ein Downjack Tani. Sehr gut. Ging's da denn um was? Bei der Battle Royale? Ja. Nö. Battle Royals wurden damals auch manchmal einfach nur so gemacht, dass man dem zeigen konnte, ja, der ist toll. Also bei den VHS Battle Royals ging es eigentlich auch nie um irgendwas. Da ging es nicht um Number One Contenders oder sowas. Nicht immer. Also manchmal, aber nicht immer. Die Musik. Ja. Jim Johnson wieder. Ich will diese Schläge ins Nichts nochmal sehen. Ja, also das haben wir alle gesehen. Oh, Paul Sullivan, der Bruder von Kevin. Ja, Warren Peak. Und der Vater von Lars. Jim Gallagher, der Opa von Jack Gallagher. Ja, genau. Walter Schröder. Also. Howard Stein. Frank Berger.
Bill Sullivan. Ah. Michael Eiselmann. Dominic Spader. Dominic Espada. Goldfeder. Oh Gott. Ja, das war ja schön. Eine schöne Battle Royale, die City hier gewonnen hat. Hier, guck mal, ich habe ihn rausgeworfen. Ist das nicht gut? Ja, okay, dann hast du gewonnen. Krass. Deswegen war ich also im Ring. Um das wieder hinzubiegen, dass Hogan wieder nicht fair and square verlieren kann. Ja, Harvey Whippleman freut sich, ne? Ja. Ja. Der ist happy. Mit der Arzttasche. Das ist so nicht wahr. Ja, das ist nun richtig gut gewesen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Bluescreen. Ja. Ja, liebe Fans, das war's denn von unserer Seite aus heute. Ja, war witzig. Können wir mal wieder machen. Genau, bei dieser Watch Wizards. Wir haben ein bisschen retro geguckt mit euch, die ihr euch das alle jetzt auch auf YouTube angeguckt habt. Ne? Und nicht vergessen, wir gucken natürlich demnächst, also JFK und ich, wenn wir mal wieder nichts zu tun haben auf dem Samstagabend. Ich meine natürlich, das ist ja gar kein Samstagabend, das ist ja live hier. Ne? Ich, kleiner Scherz gegen mich. Dann gucken wir mal wieder ein paar alte Jobber und Matches und Battle Royals und dann freuen wir uns. Du darfst dich jetzt mal verabschieden, JFK. Ja, danke schön. Das war völlig anders als alles, was wir je gemacht haben, glaube ich. Na gut, mal sehen, was uns nächstes Mal in die Hände fällt. Ich glaube, so 3 Matches ist ein ganz gutes Maß, oder? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Da kann man zwei Vor-Matches und ein Main-Event so, ne? Der Main-Event war jetzt auch sehr lang. Und da müssen die Leute ja auch ein bisschen mitgucken und so, ne? Ja, sonst ist es ja langweilig. Und nur zuhören ist, glaube ich, ein bisschen dumm. Ja. Gut. Ja. Bis denn. In diesem Sinne, denkt dran, ne, unten da Daumen nach oben abonnieren, auch für andere Sachen, so Moontalk und Formless Week und all das, ne? Das wollt ihr ja alles hören und Moontalk Meta und wir haben noch 1000 Formate, die wollt ihr alle gucken und hören und überhaupt. Und deswegen müsst ihr uns natürlich abonnieren und die Glocke drücken. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.